Hier nun eine kleine Kostprobe, wie man Bewusstsein erfahren kann. In diesem Universum ist Raum das, was dem Bewusstsein am nächsten kommt. Daher nehmen wir einen kleinen Trick, indem wir uns als Raum fühlen und ausdehnen und dann unser Bewusstsein versuchen zu realisieren. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, achten Sie auf den Atem, kommen Sie dadurch ganz ins Hier und Jetzt, schließen Sie die Augen und legen Sie den Körper auf der Unterlage ab. Fühlen Sie, Sie sind nicht der Körper. Sie sind der, der den Körper beobachtet. Sie sind auch nicht Ihre Gedanken. Lassen Sie die Gedanken einfach ziehen wie Wolken am Horizont. Ohne Bedeutung. Und jetzt fühlen Sie einmal den Raum, den Sie einnehmen. Einfach den Raum fühlen. Ich nehme diesen Raum ein. Das ist ganz einfach. Und affirmieren Sie noch zusätzlich, ich bin jetzt dieser Raum. Ich bin dieser Raum, in dem mein Körper, meine Gefühle enthalten sind. Das macht Spaß, einmal Raum zu sein. Und so mühelos wie nur möglich dehnen Sie einfach den Raum aus nach allen Richtungen. Sie sind Raum und können sich mühelos ausdehnen über dieses ganze Zimmer hinaus. Fühlen Sie jetzt, dass alle Gegenstände darin in Ihnen enthalten sind. Wie wunderbar. Sagen Sie sich nochmal, ich bin einfach leerer, durchsichtiger Raum. Wenn was in mich hineingestellt wird, werde ich nicht mehr. Wenn was herausgenommen wird, werde ich nicht weniger. Es ist schön, Raum zu sein. Und so mühelos Sie nur können, dehnen Sie sich weiter aus über die ganze Stadt und das umliegende Land. Raum kann alles ausdehnen, kein Problem. Und fühlen Sie, wie nun die Menschen, die Autos, Bäume und Häuser alles in Ihnen enthalten sind. Wo sollen Sie denn sonst sein? Denn wenn Sie nicht beobachtet werden, existieren Sie nicht. Ah, das fühlt sich cool an. Ich bin nur der leere, weite Raum. Zeit spielt für mich keine Rolle. Dinge entstehen in mir und Dinge vergehen in mir. Doch ich bleibe derselbe, durchsichtige, klare Raum. Und so mühelos Sie nur können, dehnen Sie jetzt Ihren Raum ganz weit aus, über alle Kontinente und Meere, bis die ganze Erdkugel in Ihnen enthalten ist. Fühlen Sie, die Erde dreht sich in Ihnen ihre Bahn. Sie sind einfach nur der Raum, der das Ganze beobachtet. Wach. Aber was da drin passiert in dem Raum, tangiert Sie nicht. Ganz ruhig und gelassen dehnen Sie nun den Raum noch viel weiter aus. Über die Planeten, die Sterne, die Galaxien. Sodass die ganze Galaxis in Ihnen enthalten ist. Wow. Sternnebel driften durch Sie. Sterne entstehen und vergehen in endlosen Zyklen. Doch der Raum bleibt, wie er ist, leerer, wacher Raum. Und noch weiter über diese ganze Sternhaufen, Galaxien, dehnen sich den Raum weiter aus. Wie schließlich das ganze Universum, die ganze Raumzeitblase, die seit dem Big Bang entstanden ist, in Ihnen enthalten ist. In Ihnen ist das ganze Universum enthalten. Wo sollte es denn sonst sein?
Es würde nicht existieren, wenn niemand es beobachtet. Lassen Sie das Universum nun etwas schrumpfen, sodass es nur noch ein kleiner Punkt ist in Ihrem leeren, wachen, riesigen Raum. Lauschen Sie einen Moment in diese Leere. Seien Sie nochmal bewusst, ich bin leerer, wacher, endloser Raum. Wach in der Leere. Und nun, weil Sie das Universum langweilt und dieser Punkt, löschen Sie ihn einfach aus. Zack. Und jetzt drehen Sie Ihre Beobachtung zu sich selbst zurück und fragen sich, wer bin ich, der da schaut? Wer bin ich, der da schaut? Da kommt nichts und doch ist es wach, dieses Nichts. Nochmal, ich drehe meine Aufmerksamkeit zurück auf die Galaxis, auf die ganzen Sterne und ganzen Dinge, die da drin sind. Uff, aufregend, nicht wahr? Die Aufmerksamkeit ist jetzt nach draußen gerichtet. Doch ich weiß, ich bin nicht all das. Ich bin ja das, was da schaut. Drehen Sie nochmal ganz bewusst und immer wieder Ihre Aufmerksamkeit zurück zu sich selber, weg von den Objekten nach innen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wer ist da wach? Nach Ihrem Belieben können Sie das immer weiter treiben, bis plötzlich eine starke Bewusstheit entsteht, ein Bewusstsein, das sich selber sieht. Plötzlich erkennen Sie, ohne in Worte zu fassen, den, der da schaut. Viel Spaß bei der Übung. Danke.